Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es um mein erstes Jahr mit dem Ninebot Max G2D. Was ziehe ich nach einem Jahr für ein Fazit? Der Scooter selber, der Start war ein bisschen holprig. Der hatte am Anfang wohl einige Bugs, softwaretechnischer Art. Der hat wohl unter anderem wohl Gas gegeben, obwohl man gebremst hat. Das Ganze natürlich selbstständig. Dieser Bug, den habe ich nie mitbekommen, ist mir persönlich nie passiert. Aber durch diverse Softwareveränderungen ist dieser Bug wohl, so lese ich das auch immer in der Community, längst Geschichte, der ist nie wieder aufgetreten. Was dieser Scooter auch hatte, das war eine oder ist wohl aktuell auch noch so eine mangelnde Auslieferungsqualität von Seiten Ninebot Segways. Und zwar der Lenker, der steht minimal schief. Das heißt, ihr fahrt gerade, aber ihr seht, der Lenker ist leicht verdreht. Wie man den Lenker an diesem Scooter einstellt, das sind zwei Schrauben. Das Video im Übrigen seht ihr gerade hier oben in der Ecke. Das ist kein Hexenwerk. Und jetzt komme ich mal zu meinen Erfahrungen der negativen Art. Das allererste, haltet euch jetzt die Ohren zu, beziehungsweise stellt euer Endgerät jetzt leiser. Denn ich werde jetzt die Klingel betätigen. Ihr habt richtig gehört, das ist die Klingel. Unglaublich, wenn du mit dem Ding auf dem Radweg unterwegs bist und dort sind irgendwelche Fußgänger auf dem Radweg und du kommst mit dieser Nummer an, da denkt keiner an irgendein Fahrrad, E-Scooter oder was auch immer. Die denken, das ist irgendein anderes Geräusch. Da springt kaum einer zur Seite. Ja, das ist Punkt Nummer 1, der hier negativ ist. Punkt Nummer 2 ist das Gewicht von diesem Scooter. Unterschätzt das nicht. Der wiegt über 24 Kilo. Ich meine 24,3 Kilo. Ich wohne hier ebenerdig. Der Scooter steht in der Garage. Aber stellt euch mal vor, ihr müsst die 24 Kilo jeden Tag in die dritte, vierte Etage wuchten. Da brecht ihr euch aber unter Umständen ganz schön einen ab. Das war Punkt Nummer 2, der hier negativ ist. Ja, und die Ladezeit, die finde ich doch etwas zu lange. Der Scooter braucht hier 6 bis 7 Stunden, um hier vollständig aufgeladen zu sein. Und jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen von diesem Scooter. Was ich hier richtig klasse finde, das ist der unten verbaute Akku. Der ist unter dem Trittbrett. Der wird geladen, ich hatte es gerade gesagt, mit dem Originalkabel, ja so 6, 7 Stunden. Hier haben wir den normalen Ladeanschluss, aber hier ist ein Schnellladeanschluss und ich nutze den einfach mit dem Original Segway, mit dem Original Segway Ladegerät. Das ist hier das Schnellladegerät. In manchen Foren habe ich gelesen, man soll den G2D nicht mit dem Schnellladegerät aufladen. Der Akku ist aber derselbe wie beim G30D2 und natürlich lade ich, wenn es hier schnell gehen muss, den Scooter mit dem Ladegerät auf. Wenn der Scooter allerdings nicht benötigt wird, dann gehe ich hier vorwiegend nur über das normal mitgelieferte Schuko-Kabel. Ja, und auch hier die Verarbeitung, die Griffe, das ist alles hochwertig verarbeitet. Die Hupe hatte ich gerade schon angesprochen. Wir haben hier Blinker, auf der anderen Seite auch. Und mit dem letzten Update haben wir sogar eine Warnblinkanlage. Man muss hier in eine Richtung links oder rechts einfach zweimal draufdrücken. Und schon haben wir hier eine Warnblinkanlage. Aber ich fände es besser, wenn die Blinker irgendwo hier hinten wären. Aber wenn ich jetzt als erwachsener Fahrer hier so fahre, dann habe ich eigentlich meinen Arm so ein bisschen vor dem Blinker. Und man sieht die Blinker eigentlich nicht so richtig. Dashboard am Anfang bei Auslieferung war es sehr dunkel, aber mit einem Software-Update, ich meine, das ist auch schon ein Dreivierteljahr her, wurde die Helligkeit hier von dem Dashboard deutlich erhöht. Ich habe mir hier noch, das Schloss im Übrigen ist nicht original dabei gewesen, das ist hier auch ein original Ninebot-Schloss und ich habe mir hier auch den original Ninebot-Handyhalter geholt für Navigation oder sowas, finde ich recht praktisch, diese beiden Komponenten. Der Klappmechanismus, super, das Fahrwerk ist der absolute Hammer. Wir dürfen ihn nicht vergessen. Wir haben hier im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe für diesen Scooter vor einem Jahr noch 899 Euro im Mediamarkt bezahlt. Dafür haben wir hier ein Fahrwerk vorne und hinten mit Dämpfern. Das ist unglaublich. Das Ding federt jede Bodenwelle so raus. Das ist ein unglaublich tolles Fahrgefühl.
Man kann auch hier die Dämpfer noch über diese Schräubchen hier oben einstellen. Ich habe auch in einigen Foren gelesen, da beschweren sich einige, dass es ab und zu mal von hinten so ein bisschen klackt. Ich habe die Dämpfer eigentlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, gar nicht eingestellt. Wenn ich einen Bordstein runterfahre mit meinem Körpergewicht von 93 Kilo, ja, dann sind irgendwann mal die Dämpfer am Endanschlag, dann knallen die aufeinander. Das muss Geräusche geben, das ist mir schon klar, das ist physikalisch bedingt. Und ja, in extremen Situationen darf der auch mal klacken, wenn ich den extrem belaste. Hier habe ich nichts Loses oder was auch immer. Nein, hier ist nichts nachgezogen worden. Wir haben hier Reifen mit der Notlaufeigenschaft. Ich habe noch keine Panne gehabt, gar nichts. Also hier muss ich sagen, bisher hat mich dieser Scooter in keinster Weise enttäuscht. Aber was ich an diesem Scooter absolut beeindruckend finde, das ist mit einem der letzten Updates für den Scooter noch deutlich verbessert worden. Das ist die Alarmanlage in Verbindung mit der Wegfahrsperre. Solltet ihr diesen Scooter nicht kennen, macht ihr jetzt große Augen, wie Alarmanlage und Wegfahrsperre. Ich zeige euch das mal eben. Ihr seht hier meinen Handymonitor. Wir haben die Möglichkeiten, unten bei weitere Funktionen können wir hier das Ladelimit, das habe ich im Übrigen auf 90% begrenzt, die Erstladung beim Neukauf einmal auf 100%, danach das Ladelimit auf 90% eingestellt. So habe ich das gemacht. Wir gehen mal weiter runter, und zwar einmal die Verriegelungsfunktion. Das heißt, wenn wir den Scooter ausmachen, kann der nur über einen Zahlencode, über den Blinker und Hupenschalter, über diese Tasten wird der Code eingegeben, das ist ein vierstelliger. Und hier unten Alarm bei Unregelmäßigkeiten, den habe ich ein. Und was das bedeutet, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich gehe mal eben jetzt hier raus, mache den Scooter aus, ausschalten. So. Jetzt gehen wir aus der App hier raus und mit dieser Einstellung, stellt euch vor, ich bin jetzt ein Left Bird, ein linker Vogel, der diesen Scooter klauen möchte. Wenn ich den nämlich hier mal ganz vorsichtig versuche wegzutragen, so, Ohren gleich zuhalten. Entschuldigung, Nachbarn. Das war die Alarmanlage. Das ist ein absolutes, meiner Meinung nach, hochwertiges Feature. Das hat für mich den Vorteil, wenn wir mal eben im Supermarkt sind, das fängt jetzt gleich wieder an. Ja, gut, komm. Boah. Wenn wir mal kurz im Supermarkt sind, um eine Kleinigkeit einzukaufen, ich schließe diesen Scooter nicht mehr ab. Das Geräusch höre ich bis hinten in die Milchabteilung. Und den Scooter, den klaut mir so auf die Schnelle der Gelegenheitsdieb nicht. Wenn ich in einer Gegend bin, wo der Scooter längere Zeit unbeaufsichtigt ist, dann schließe ich den Scooter ab. Aber ich gehe hier durch. Ich zeige euch das mal aus nächster Einstellung. Hier gehe ich durch. Da kommt dann das Schloss durch. Wenn dann nämlich einer den Scooter klauen möchte, will ihn einfach abziehen, der muss das Kabel durchtrennen. Und dann ist der Scooter nicht mehr fahrbereit. Als weiteren Vorteil, ich persönlich bin 1,83 Meter groß, ist für mich eine verlängerte Lenksäule. Der Lenker ist etwas höher als zum Beispiel beim Rex G30D2. Das hat den Vorteil, ich stelle mich jetzt hier einfach mal drauf und fahre hier mit dem Scooter. Ihr seht, ich kann hier extrem bequem drauf stehen, ohne nach unten greifen zu müssen oder sowas. Nö, so kann ich hier mit diesem Scooter wunderbar durch die Gegend cruisen. Apropos cruisen, der fährt 22 km/h. Die Xiaomis fahren ja nur alle 20 km/h. Der hat hier das Update auf 22 km/h, original 9-Volt Segway. Wenn jetzt einige in die Kommentare schreiben, in Deutschland dürfen wir nur 20 fahren. Richtig. Wir haben aber hier 2 km/h Toleranz. Und die hat 9-Volt Segway hier komplett ausgereizt. Der fährt 22, wird dann wahrscheinlich GPS gemessen, irgendwas 20, 21 sein. Aber unterm Strich, das ist ein richtig guter Scooter. Und was ziehen wir jetzt für ein Fazit? Die Kenner meines Kanals wissen ja, wir haben angefangen mit dem 9-Volt Max G30D2. Das war ein Top-Scooter, superklasse. Der Max G2D ist nochmal ein Quantensprung zu den Scootern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach absolut bombastisch. Die Kenner meines Kanals wissen es ja, wir haben eigentlich 4 permanente Fahrer. Wir hatten 2 Fahrräder, 2 E-Scooter. Das heißt, 2 glückliche Gesichter und 2 lange Gesichter.
das Produkt selber. Ich war so begeistert von diesem Scooter. Wir sind dann einfach hergegangen und haben einen weiteren G2D gekauft. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Drei glückliche Gesichter, ein langes Gesicht. Dieser Scooter ist für mich das Maß aller Dinge in Sachen E-Scooter. Und was machen wir? Wir haben einen dritten G2D gekauft. Hier ist nicht ein Scooter gestellt oder gesponsert worden von Ninebot Segway. Nein, die haben wir allesamt selber gekauft. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, mein Fazit zu diesem Scooter, das ist hier das Maß aller Dinge. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist klasse. Das Fahrwerk, die Alarmanlage, die Lage auf der Straße. Ich setze euch unten in die Videobeschreibung einen Link zu Amazon. Wenn ihr euch diesen Scooter kaufen möchtet, das ist meine 100%ige Kaufempfehlung für euch. Tja, das war mein Fazit. Ein Jahr Ninebot Max G2D. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Du wirst gleich wieder eingeschaltet. Den YouTube-Kanal TV Solution dürft ihr gerne abonnieren und dem Video natürlich einen Daumen hoch geben. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.